Hallöchen, meine Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge von Deep Rock Galactic Survivor. Die letzte Runde haben wir ja klicklich versagt und heute werden wir mal was anderes testen, beziehungsweise wir werden heute einen anderen Te Charakter testen. Und zwar werden wir in Kristallkavernen, gehen wir trotzdem nochmal auf die Gefahr 1. Ich möchte mir nämlich mal den Bohrer anschauen. So. Der Bohrer hat ja im Endeffekt die Schnellfeuerwaffe hier auf kinetisch, hat aber dafür. Ihr seht, mehr Lebenspunkte, kritische Trefferchance, kritischer Schaden und Abbaugeschwindigkeit erhöht. So, ansonsten, was gibt es hier noch zu denen zu sagen? Beim Abbauen erhaltet ihr 2%, also beim Abbauen erhalte plus 2% Abbaugeschwindigkeit für 2 Sekunden stapelbar bis zu 25. Das heißt, im Klartext, mit denen müsste man eigentlich durchgehend immer abbauen. So, wir haben hier noch nie gespielt, auch nicht im Livestream, deswegen will ich den mir heute mal anschauen. So, jetzt nehmen wir erstmal die ganzen Pilze mit. So, das heißt, theoretisch gesehen, wenn wir, umso mehr wir abbauen, umso schneller kommen wir halt voran, ne? So. Was kann eigentlich die Waffe? Die schießt nach hinten, ne? Der Feuerwaffe, die nach hinten schießt, genau. Das heißt, wenn wir bohren und die Gegner sind hinter uns, schießen wir dann halt automatisch nach hinten, ne? Ja, das ist die logische Schlussfolgerung. Ich finde das voll geil mit diesen Bohrer, ne? Mit diesen. So. Kriegen wir dadurch auch schneller die Dinger kaputt. Okay. Der Buff. Cool wäre es, wenn irgendwie der Buff angezeigt wird. Ah doch, hier steht er ja. No meint. So. Sehr gut. Das heißt, umso mehr wir abbauen, umso schneller stackt der hoch. Er hält ja für 2 Sekunden. Das heißt, wir können dann theoretisch gesehen immer mal noch. Zwischendurch mal so ganz kurz mal in die Wand reinbohren. Ist halt auch ein bisschen berechnet, dass wir nur hinter uns schießen, ne? Das heißt, wir brauchen ab Level 5 eine neue Waffe. So. Schaden. So, wir nehmen die Pilze noch mit. Ich weiß gar nicht, warum ich die hier nicht mitgenommen habe, weil ich habe mich doch eigentlich hier lang gebaut. So, wir haben noch kein Gold und kein Nitra eingesammelt. Das können wir gleich mal machen. So. So ein paar Materialien so zum Upgraden können wir auf jeden Fall immer gebrauchen. Ich glaube, dafür ist der Bohrer ganz gut geeignet. So. So, Level 5 kriegen wir eine neue Waffe. Jetzt ist halt die Frage, nehmen wir den Flammenwerfer oder den Geschützturm? Also den Flammenwerfer-Geschützturm. Ich würde erstmal nur den Flammenwerfer nehmen, weil der rotiert um den Charakter drumherum. Und somit haben wir dann erstmal schon einen guten Damage, sage ich mal. So. Das war natürlich sehr, sehr uncool. So, das war Absicht. Nachladegeschwindigkeit mal erhöhen. Wie wäre es, wenn der Flammenwerfer mal direkt angeht wird? Boah. So, ich bin nämlich gerade ein bisschen am versuche, den hinten hier zu töten. Diese Explosionsviecher. So. So, da nehme ich jetzt mal die Masse weg. Wir brauchen noch einen einzigen Pilz. So, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den spielt. Ich finde diese ganzen Flammen-Turrets und so, finde ich, oder allgemein Flammenwerfer finde ich bei dem halt super stark, ne? Deswegen kann man den eigentlich ganz gut spielen. So, wir brauchen noch einen einzigen Pilz. Der ist zum Beispiel rechts. Ich habe den Bohrer gar nicht mitgenommen, ist mir gerade aufgefallen, ne? Ja, da gehen wir da mal schnell hin. Vielleicht kriegen wir sogar den Boss damit tot. So, Level up. Das mit. So, schnell. So, jetzt gucken wir mal, dass wir den Boss damit töten. Und am. Ich liebe das, dass das geht. So, wir gehen mal zurück. Wir nehmen die Waffe, damit wir die auch upgraden, damit wir die auch irgendwann mal dann auf höheren Stufen, sag ich mal, spielen können. Beziehungsweise dann auch überladen können. Ich wundere, ich mache das gerade absichtlich, damit wir noch ein bisschen EP kriegen. So. Ja, komm. Ja. Oh, ich hab's auch noch gekriegt. Okay, cool. So. Ich finde, den Bohrer ist eigentlich ein sehr, sehr geiler Charakter, vor allen Dingen, weil wir damit auch. Oh.
Vor allem, weil wir damit auch, sag ich mal, sehr, sehr viel Damage-Output haben, ne? Hier, Säure, Elektro und Feuer. Wir machen Feuerschaden, daher super sinnvoll. Ah, da bin ich noch am Überlegen. Nee. So. Okay, wir müssen jetzt wieder hier rechts dieses Zeug machen. Das Morkit, genau. Das Gute ist, ihr seht es ja, durch das Bohren erhöht das ja auch die ganze Zeit, ne? Also, auch wenn wir nur bohren und nicht den Stein abbauen, zählt es ja trotzdem dazu. Und das ist halt super wichtig. Somit können wir halt den Buff auch sehr hoch lassen, ne? So, wir nehmen hier, boah, zwei. Weiß halt auch immer nicht, ob das so sinnvoll ist, nur die Level zu erhöhen, weil im Endeffekt, man nimmt halt da den Schaden dann auch ein bisschen raus, ne? Zum Leveln ist das wahrscheinlich ganz geil. Aber das war's dann auch, ne? Aua. Habe ich jetzt Schaden bekommen? So. Aber mit den, sag ich mal, Sachen zu farmen, ist echt geil, ne? So. Wie viel Feuerschaden das macht, ne? So. Gehen mal hier hoch, den Drill mitmachen. So, komm, einmal explodieren. Sehr gut. Ich muss immer aufpassen, weil ich sehe immer nicht, dass hier vorne diese Bomberviecher rumrennen. Ne? Den. Weil wir wollen ja auf 12 kriegen, damit wir dann auch das nächste Mal die Waffe, sag ich mal, überladen können. Also der Bohrer spielt sich echt angenehm als Charakter, ne? Muss ich ja ehrlich mal sagen. Also zum Materialienfarmen ist das wirklich sehr, sehr OP. So. Eigentlich ganz geil. Mach das mal mit. So, da ist zum Beispiel wieder. Oh. Das Geschützturm. Flammenwerfer Geschützturm. Gehen wir mit, weil wir haben ja eh ein bisschen. Gehen wir jetzt auf Feuerschaden. Na komm, explodier, explodier. Jawohl. Als ob er das überlebt hat. So. Aber wir müssen noch. Kritischer Schaden. Ich weiß nicht, Feuer macht das kritischer Schaden? So, wir müssen nochmal schnell das Morkit suchen, das restliche. Wieso habe ich jetzt Schaden bekommen? Ja, aber frech. So. Sehr gut. Bitte das kleine Vieh, was ist los hier? So. Also Ressourcenfarm mit dem Bohrer, er ist ja super entspannt. Ja, komm. Zu dir. Sehr gut. So, nochmal. Sehr gut. Bisschen EP sammeln. Hinter ist noch einer zum Explodieren. Ich gehe aber erstmal auf den. Sehr gut. So. So, was haben wir jetzt? Oh, ich würde eigentlich mal einmal rollen. Oh, hier. 35% Nachladegeschwindigkeit ist einfach OP. Man muss halt, man kann ja auch schauen, dass man den dann zum Beispiel durchgehend hat. So, wo ist der Boss? Okay, das war. Also mit Feuer ist ja echt entspannt zu spielen, muss ich sagen. Aktuell wirkt das sogar so, dass es mein Lieblingscharakter wirkt. Bis jetzt. Den ganzen Gegner. So, wir machen hier. Flammenwerfer, dass wir den auch mal upgraden können. Wo ist der Boss? Da oben hängt er. Ein Wunder, warum ich ihn nicht gesehen habe. So, ich muss gerade ein bisschen gucken, dass ich die Viecher töte. So, da. Ja, kommst du hinterher, wa? So. Oh, oh. Einfach mal den Boss kiten. Voll easy. Oh. Jetzt habe ich ein Problem. Ich muss mich jetzt quer durch die Mobs laufen. Oh, das hat weh, aber war leider nötig. So, hier runter. Oh. Ah, ich muss immer mal gucken, weil ich laufe jedes Mal, das mache ich irgendwie immer in dem Game, dass ich mich
irgendwo an die Kante bewege und dann komme ich da nicht mehr weg. So, was können wir jetzt machen? So, wir könnten jetzt das hier upgraden, dann hätten wir die schon mal fertig. Oder ist die schon voll? Ne, die ist schon voll, glaube ich, ne? Ich würde gerne einmal rollen. So. 25% mehr Schaden. Flammenwerfer wäre halt geil, ne? Ich würde eigentlich... Hier, 35% mehr Schaden. Definitiv. Kritische Chance. So. Ja, kritische Chance ist halt maximal mit der Waffe zum Hinten schießen, ne? So. Ich finde es schade, dass es nur drei verschiedene Sachen gibt zum Sammeln. Gut, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das jetzt nur hier ist, ne? Aber aktuell ist es ja so, dass du, sag ich mal, nur Pilze sammelst, Blumen sammelst oder das Mokiz einsammeln musst. So. Kann sein, dass es auf höheren Stufen was anderes gibt, ne? Da bin ich ja noch nicht angekommen. Wir müssen ja auch erstmal unsere Waffen erstmal freischalten. Da auch erstmal so ein bisschen und unsere ganzen Boni erstmal ein bisschen upgraden. So. Tipp, 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 tipp. So. Ja, wir suchen gerade das Mokiz. Ich weiß auch nicht, ob das immer so sinnvoll ist, da drauf zu gamblen. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich mich dadurch manchmal richtig in die Scheiße reite. So. Liebt das. Wenn die so explodieren, das ist super geil. Sonst haben wir den Flammenwerfer auch. So. Masse da töten. Haben wir auch schon. Geht das mal auf die Turrets. Feuer ist ja mal OP, ey. Das geht ja gar nicht. So, boah. Geil. Ja, nehmen wir definitiv mit. So, der Bohrer ist links. So, das Problem ist, wir müssen jetzt hier erstmal ganz kurz die ganzen Gegner töten. Ich hoffe, dass hier gleich noch ein Bomber drin ist. Haha, wie geil, ey. Habt ihr das gesehen? Wie geil ist das denn bitte? Ja, wir haben jetzt nur die Waffe. So, EP. Gehen wir mal auf EP. Hätte wahrscheinlich eher auf Schild oder sowas gehen sollen. Ja, ich weiß. Ich will aber da... Ich komme halt nicht hoch. Das ist das Problem. Ich krieg halt nur die Gegner tot, was halt geil ist. So. Oh, da war ich jetzt doof. Ja, wir kämpfen uns mal hier kurz durch. Schaden. So, ich möchte mich den Bohrer noch schnell machen. So. Oder kommt der Boss? Wartet, so. Gucken, ob wir das hinkriegen. Bam. Ich liebe das. Wenn man den Boss mit dem Ding einfach so schnell zerstören kann. So, ich gehe mal schnell hier lang. So. Ah, ich hab den. Nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das wird richtig knapp. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Oh. Nein, hängen geblieben. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, war das knapp. War das knapp. Achso, ich hatte noch einen Levelaufstieg. Ganz wild. So, was haben wir jetzt hier? Zusätzlichen kritischen Schaden. Machen wir denn mit Feuer kritischen Schaden? Das könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, weil ich sehe es halt nicht genau, sage ich mal so, wie es ist. Lohnt sich nicht. Können wir neu räumen. Nachladegeschwindigkeit können wir mitnehmen. Wir machen Feuerschaden. Das lohnt sich halt einfach, ne?
Bisschen Rüstung mehr macht Sinn. Lohnt sich nicht. Ansonsten Bewegungsgeschwindigkeit auch nicht. Wir heben das auf. So. Wir müssen jetzt dran denken, letzte Runde. Danach müssen wir alles ausgeben. So, Pilze. Also mit dem Bohrer. Es spielt sich ja richtig smooth. So. Au. So, jetzt machen wir es mal hier ein bisschen platt. Hier, ich muss da echt ein bisschen schauen, ey. Ich lasse mich wirklich viel zu sehr von den ganzen kleinen Viehzeug hitten. So. Ah, jetzt kommt dieser Spucker. Ich will das Zucker mal mitnehmen. Ach, come on. So. Das sind wir wieder voll. Ganz schön viele. So. Hier oben die schnell wegmachen. Sehr gut. Wie diese Explosion, ne? Das ist so geil. So. Jetzt kriegst du noch einen Pilz. Den nehmen wir einfach auch mal mit. Der Feuer ist richtig OP. So. Okay, läuft gut. Da ist noch ein Pilz. Da ist auch noch ein Pilz. So, ein Pilz brauchen wir noch. So, wir campen mal kurz hier. Müssen hier das kleine Viehzeug wegmachen. Okay, wir müssen hier hoch. So, da ist nämlich der Bohrer. Oh, okay. Das können wir gerade kurz vergessen. Ja. Holen uns mal ganz kurz hier durch. So. Ja, ich würde gerne halt zum Bohrer gehen, aber da ist ja gerade kein Durchkommen. So, nehmen wir kurz die ganzen EP hier mit. Laufzeit lassen wir laufen. Die Laufzeit lassen wir laufen. Ist auch ein schönes Wortspiel. Turret. So. So, ich würde jetzt gern trotzdem. So, das hier oben machen. So. Sehr schön. Ja. Ihr seht ja auch, wie viel Schaden der einfach so kassiert durch das Feuer, ne? Das ist der Wahnsinn. So. Ja, das Problem ist, dass hier so ein Spezialerz ist. Ich versuch's gerade qualvoll. Okay. So. Ja, Gold bringt uns eigentlich jetzt nicht mehr so viel. Aber wir gehen jetzt runter. So viel EP gerade. Junge. Was ist das hier für eine Mini-Armee? Weg jetzt hier. Lass mich hier durch. So. Okay. Letzte Runde, jetzt kommt der große Boss und die ganzen kleinen dazu. Die Final Stage. Okay, was machen wir denn da jetzt? Ich würde sagen, wir rollen nochmal neu. Das lohnt sich halt gar nicht. Laufzeiterhöhung.
Ja, wir machen hier. Der Abbauen bringt uns nicht mehr viel. Toll, jetzt kommt das. Okay, das ist halt doof. Das macht halt keinen Sinn. Genetisch war jetzt auch nur für die Waffe sinnvoll. War das für... aber ihr seht ja, die kritische Chance lohnt sich halt für gar keine Waffe, ne? Seht ihr das? So. Ja, lohnt sich halt nichts mehr jetzt eigentlich. Ja, das macht ja auch keinen Sinn. Ja, dann nehmen wir das halt noch, aber... So. Wir gehen immer, also ich mache das halt so immer jetzt gehandhabt, dass ich die Eier sofort getötet habe, also sofort aufgemacht habe, damit wir da direkt den Boss rausholen, ne? So. So. Ich hatte es ja auch geschafft, könnt ihr auch mal im VOD gucken vom letzten Livestream, dass ich den großen Boss mit dem Dropdown kaputt gemacht habe. Das war geil. So. So, die Fliege. Oder Moskito oder so. Wir gehen mal auf einen größeren Platz, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. So. Wir haben überlegen, den anderen schon rauszuholen. Damit haben wir da mehr Zeit. So, weil wir können ja beides gleichzeitig machen. Ist ja kein Problem. So, ist nämlich auch das gleiche Vieh. So, und die kiten wir jetzt ein bisschen im Flammenwerfer rum. So. Ist ja auch recht entspannt. So. Sehr gut. So, den haben wir auch. Wichtig. Nein, ich lass mal schnell was zu ein bisschen Leben holen. Aber machen wir ein bisschen Schaden mit. So, jetzt warten wir, bis der Drill runterkommt. Und wir machen den aber noch nicht. So. Also wir machen den schon frei, aber wir schieben den noch nicht, also wir machen den noch nicht fertig, dass er runterkommt. Weil damit möchte ich nochmal den Boss töten. Aber das funktioniert so, wie ich das möchte. Da muss ich aber erstmal hinkommen, ne? So. Es sind halt immer so viele kleine Viecher, die mir gerade ein bisschen den Weg versperren. So. So, der Drill ist hier. Natürlich ist er wieder so gespawnt, dass wir das erstmal freimachen müssen. Oh, das tat weh. So, jetzt gehen wir erstmal den großen Boss holen. So, ein bisschen EP noch sammeln. Warum unnötig Zeit verschwenden, ne? So. Müsste ja theoretisch gesehen das Ei aufgehen. So. Ein Problem bei dem habe ich immer, wenn der jumpt. So, das hier. Da geht man mal ein bisschen nach unten. Rüstung. So, jetzt lass mal laufen. Gucken, ob man hitten. Okay. Ah, ich habe es nicht geschafft, ihn zu töten. Aber er hat auf jeden Fall ein halbes Leben verloren. So, wichtig ist, wenn er anspringt, dass ihr dann so eine Art, so einen Haken schlagt. Somit kriegt ihr den halt auch easy down. So, was haben wir jetzt hier? Was? Ja, komm, muss mein Flammenwerfer. Immer die kleinen, ne? So, Haken geschlagen. Easy. So, ist einmal hoch. Also jetzt springt er so weit weg.
Ja, wir müssen ihn mal kurz da durchschieben. Hat er mir nochmal echt einen Hit kassiert? So. Ah, ich habe nicht mal mehr viel Leben, ne? Habe gut noch aufs Maul gekriegt. Was ist denn das jetzt so? Da steht da so ein Ding davor, oder was? Witzig wäre es jetzt, hätte das Ding mich jetzt noch gehittet, wenn die beim Reinlaufen. Ja, auf jeden Fall, der Flammenwerfer ist ja richtig okay. Also, hätte ich nicht erwartet, also, dass der wirklich so stark ist. So, wir haben das jetzt freigeschaltet, sehr cool. Wir haben auch den Flammenwerfer auf 12, sehr, sehr cool. Und wir haben eine neue Waffe freigeschaltet, den Fettschleimpumpe. Coole Waffe. Zumindest cooler Name. Ja, Leute, also ihr könnt mir gerne auch in die Kommentare schreiben, wie ihr den Bohrer spielt. Der heißt halt Bohrer, ist halt der Name, ne? Da ist der Name Programm. Man kann super viele Ressourcen mit dem sammeln. Das finde ich halt mega geil. Das heißt, den werde ich wahrscheinlich öfter spielen, den Charakter. Alleine auch diese Feuersachen machen halt so viel Damage. Daher schaue ich mir das nochmal an. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Charakter findet, wie gesagt. Und gerne lasst ein Like da, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Oder ein Abo. Wir werden das Spiel auf jeden Fall auch im Livestream weiterspielen, bis wir es durch haben. Ansonsten, Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und haut da rein.